Auf Filmfestivals konnte man ihn bereits sehen. Ab heute startet dann letztendlich auch der neue Dominik Graf-Film mit Tom Schilling in der Hauptrolle in den deutschen Kinos nach Erich Kästner und erst die zweite Verfilmung dieses Stoffes. Und damit geht es hier jetzt um Fabian oder der Gang vor die Hunde. Jakob Fabian ist Werbetexter für eine Zigarettenfirma sowie Germanist, der 1931 in Berlin lebt. In einer politisch sehr turbulenten Zeit treibt er sich nachts immer wieder in Kneipen, Künstlerateliers und auch Bordellen gemeinsam mit seinem Kumpel Labude rum. Eine Freundschaft, die zwischen den kommunistischen und nationalsozialistischen Machtkämpfen besteht, obwohl die beiden jungen Männer sehr unterschiedliche Ansichten haben. Als Fabian dann aber Cornelia trifft und sich sofort verliebt, wird das sein Leben auf den Kopf stellen. Denn während bei Fabian alles nach und nach den Bach runterzugehen scheint, wird Cornelia entdeckt, was eine tolle Zukunft mit sich bringt. Doch zwischen Scham, Anspruch, Leidenschaft und schwierigen Umständen ist diese Liebe durchaus schmerzvoll und von einem falschen Stolz überschattet. Fabian oder der Gang vor die Hunde geht knapp 3 Stunden, 176 Minuten um genau zu sein, ist seit 12 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 5. August 2021, in den deutschen Kinos, ist ein Drama mit Tom Schilling in der Hauptrolle, das schon sehr speziell gefilmt daherkommt, am Anfang in den ersten Sekunden noch gar nicht so wirkt, wie in den 30er Jahren verankert, aber eine kleine Fahrt später und in einem Tom Schilling im Anzug stehend in Berlin der 30er Jahre, bekommt man sofort das Gefühl, während wir mit einem Voice-Over oder Erzähler immer schon wieder moralische Fragen gestellt bekommen, merkt man ganz klar, das hat einen künstlerischen Anspruch hier mit einer 4:3-Kamera eingefangen, die sehr beweglich ist, immer mal wieder schnell schneidet und man schon merkt, okay, da muss man sich darauf einlassen, aber man hat ja eben auch knapp 3 Stunden Zeit, an dieser Figur des Fabian entlang zu wandeln, am Ende der Weimarer Republik nach Erich Kästner, ein Autor, der sehr erfolgreich war, dessen Bücher aber auch eben verbrannt worden sind, soweit ich mich erinnere, und eine Geschichte hier, die erst zum zweiten Mal zu einer Verfilmung führt, nämlich eine ist für Leute, die eben viel literarisch unterwegs sind, so eine der ganz großen Geschichten auch des vergangenen Jahrhunderts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das zugrunde liegende Buch an dieser Stelle nicht gelesen und kann nur über den Film reden und dachte auch am Anfang, okay, Dominik Graf ist ein großer Name, ich habe auch noch früher in Schauspielzeiten mal mit ihm zusammenarbeiten dürfen, auch ein besonderer Regisseur, der einen klaren Blick auf das hat, wie er inszenieren will, und das merkt man auch in Fabian oder den Gang vor die Hunde, dass hier diese künstlerische Freiheit, seine Geschichte so zu erzählen wollen und diese Blickwinkel einzunehmen, auch eine klare Vision im Kopf haben, die man dann auf die große Leinwand Band. Und da muss ich sagen, hatte ich nach und nach das Gefühl, dass das ein ganz origineller Stoff ist, der vor allem auch davon lebt, dass Tom Schilling eine klasse Wahl ist für die Hauptfigur, weil der wenn er in einem Anzug irgendwo steht und diese Figuren spielt, die so auf der Suche nach sich selbst sind, der kann in Komödien ganz interessanten Versatz und auch immer wieder schöne Momente herausarbeiten, aber dann, wenn er beispielsweise in Werk ohne Autor oder Oh Boy dieser beobachtende Part ist, dann macht er bei mir immer Eindruck. Der wirkt dabei zeitlos und klassisch, ohne dabei langweilig oder altbacken oder ewig gestrig zu sein. Und das weiß ich an ihm ehrlich gesagt sehr zu schätzen. Und er trägt das hier toll zusammen, vor allem auch mit Albrecht Schuch, der Stefan Labude spielt. Diese Freundschaft von einem, der sich politisch gar nicht so wahnsinnig interessiert, sondern eher für die Moral, und ein anderer, der eher in Richtung Kommunismus geht und der aber auch Liebe vergessen will, der sich aufreibt an Leidenschaft, der was gelten will, der einen Anspruch mit sich bringt. Und beide zusammen eben diese sehr unterschiedliche Freundschaft hegen in einer Welt, die zusammenzubrechen oder umzustürzen droht. Das ist eine tolle Chemie zwischen den ein, die sich aber auch dramatisch entwickelt. Und dann kommt Saskia Rosendahl dazu als Cornelia Battenberg, die eine ganz eigene Wirkung und Kraft und Leidenschaft entfaltet, vor allem durch die Abwesenheit von Liebe und gar nicht mal den gewollten Entzug, so eine Sehnsucht entsteht, so dass der Film für mich auch immer so eine Sehnsucht hat, dass ich diese Zeiten merke, wo es all diese Technik nicht gab und man sich so ganz anders Gedanken über das Leben und die Welt vielleicht gemacht hat, weil die Zeit und der Rhythmus auch ein nicht so schneller war und die Möglichkeiten vielleicht nicht so vielfältig, dass ich irgendwie immer mehr in Fabian reingezogen wurde in diesen Film und dachte am Anfang so, okay, das könnte jetzt ein anstrengender Ritt werden, aber gar nicht. Ich fand das eine ganz tolle Erfahrung, zumal, obwohl der Film vielleicht eher für Cineasten zu verorten ist. Kameraarbeit habe ich schon gesagt, 4:3, eine sehr interessante Farbpalette, wechselt auch immer zwischen unterschiedlichen Stilen, springt dann auch mal ran, da sind auch andere Dinge, ob das jetzt genau in der Continuity in jedem Moment passt, gar nicht mal so wichtig, sondern darum eben dieses Momentum, dieses Gefühl mitzunehmen, nämlich auch so eine Musik, die ganz dosiert ist, aber sich dann einpasst, manchmal wieder sehr auf, was sich aufmerksam macht, mit ranhängt und auch bei Kostüm und Make-up so dieses zeitlose Gepflege eben, weil die mir dieses stimmige Setting komplettierte an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Berlin der 30er Jahre, ich sehe das manchmal, wenn ich zum Beispiel auf verschiedene Bahnhöfe stehe, in der Friedrichstraße, glaube ich, sieht man, das hat man so Bilder von früher, von Bahnhof Friedrichstraße, man sieht die ganzen Leute mit den Hüten da so stehen und da merke ich manchmal, während ringsrum
Ich weiß nicht, warum ich das gerade erzähle, aber manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn ein Film in einem ein Gefühl erzeugt und man dann über diese Anekdote an einen anderen Punkt kommt und dann erzählt, warum etwas so ist, um das zurückzutransportieren, um euch dann zu sagen, was ich an dem Film spannend finde. Nichtsdestotrotz stehe ich also manchmal auf diesen Bahnsteigen, sehe so diese Bilder von all diesen Menschen von vor 80, 90 Jahren dort stehen und frage mich, wie muss das hier sein? Ich als geborener Berliner, meine Frau über mehrere Generationen Berliner, wie muss sich genau dieser Punkt, an dem ich stehe, angefühlt haben, vor so vielen Jahrzehnten in einer Stadt, die so geschichtsträchtig ist, im Guten wie auch im sehr traurigen und dramatischen Sinne. Und genau das liebe ich, wenn Filme es mich schaffen, dort reinzuziehen und nicht auf eine CGI-Art, wo ich das Gefühl habe, jetzt alles hier computeranimiert, sondern in Camera auf so eine echte Art. Und das schafft Fabian oder den Gang vor die Hunde. Und das mochte ich an dieser Stelle wirklich sehr, sodass ich am Ende sage, der schafft es mich irgendwie zu kriegen, das Thema Moral und auch diese Umstände, diese Sorgen damals. Wir sind heute auch an so einem Punkt, wo Moral immer weiter in den Abgrund hinabsteigt und man diese toxische Art und Weise miteinander zu reden und zu diskutieren im Windschatten einer Pandemie, aber auch einer Sagbarkeit von Vokabeln, die vor kurzem noch unsagbar waren, während die einen wiederum schon ganz weit voranschreiten in einer Zukunft, in der wir uns anderen Aufgaben stellen. So diese Diskrepanz zwischen denen, die Angst haben und die es anpacken wollen. So diese, das ist heute nach wie vor ein Thema und auch so stark, wie ich es schon lange nicht mehr gespürt habe. Und das macht Fabian auch zu einem interessanten Puls, den dieser Film ausstrahlt, wenn man ihn heutzutage schaut. Und ich mag es, dass Dominik Graf hier wohl ganz klar seine Vision umgesetzt hat. Und das wirkt originell und da gibt es einen starken Cast und hier muss man maximal Sitzfleisch beweisen und auch vielleicht sagen, man gibt einer solche Art Film eine Chance, weil das nicht typisches Einheitskino ist. Das finde ich aber gut. Es ist nicht zu verkünstelt, dass man dann wiederum denkt, okay, was soll das jetzt? Und deswegen mochte ich Fabian oder die Gang vor die Hunde, dem ich gerne 8 von 10 möglichen Punkten gebe, als Drama aber auch insgesamt. Und ich glaube, über den kann man auch echt lange diskutieren und tatsächlich auch, wenn der lang ist, den kann man sicherlich mehr als einmal schauen, weil man beim ersten Mal noch nicht alles fassen wird an Stimmungen, Schwingungen, Fragen und Momenten. Das ist eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film ab heute in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.